Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, weiter geht's. Und ich sehe schon, ich muss da gleich was ändern. Und zwar die blöden Wegpunkte nerven mich ein wenig. Die waren da drin. Nein, waren sie nicht. Weg gehabt, schlecht ja das. Haben wir hier eigentlich... wo ist denn das? Reloaded Chunks, Enable. So. Was ich aber machen wollte ist... Death Point Enable. Da ist. So, Disable. Passt. Das wollte ich haben. Aber jetzt nochmal. Kannst du überlegen. Bin wir da gucken. Jetzt habe ich schon länger keine Feuer aufgenommen. Stil. Ah, genau. Raycraft wollte ich machen. So, du da runter. Lade mal schön, ja. Dann das Stil. Minecart braucht kein Mensch. Das brauche ich nicht, das nicht. Hier haben wir nichts zu suchen. Standard Rails. Da haben wir die Advanced. Mit da rein. Steel. Ja, Steel. Das würde ich aber lieber hier raus haben. Dichter auch. Ah, da hatte ich noch Platz 6. Ah, ich habe extra Platz nachgemacht. Zwar will ich das hier drin haben. Ah, hier hätte ich auch noch Standard-Ways gehabt. Bin ich jetzt blöd, wo habe ich jetzt die... Achso, die habe ich jetzt hier doch wieder hier reingetan, ne? Genau, die holen wir raus. Und dann Whale. Das holen wir raus. Wie viel... Wie viele Dinge habe ich denn gemacht, ey? Das ist halt das Problem, ne? Wenn man nicht alles so in einer Kiste hat. Deswegen können wir das gleich hier rein tun. Dann haben wir alles in einer Kiste. Also ein bisschen mehr Übersicht. So, dich auch noch da rein. Iron Tank brauche ich nicht. Ich dachte jetzt, das sind die anderen Blöcke. Ich habe hier schon vorbereitet. Und zwar High Pressure. Die gehen einfach auf diesen Steel-Platten. Viermal Steel in die Rolling Machine bekommen wir für Platten. Und diese Öfen hier. Einfach Brick, Ofen und hier so ein, wie nennt sich der? Fire Changer. Keine Ahnung, Charge. Keine Ahnung. Egal. Gunpowder, Blaze Powder und Kohle. Zwei Minecarts und ein Eisenbar. Das wird eh krass. Guck mal hier diese lustige Lokomotive. Komisches, ja, Zeichen, aber ist leider so, in den Texturenpack kann man nichts ändern. Oder ist das Original so? Keine Ahnung. Auf alle Fälle, dann nehmen wir mal das raus. Das schöne L für Lokomotive, ne? Und was wir noch brauchen werden, sind Minecarts. Die habe ich erst wieder vergessen. Ah, den brauchen wir auch. Der ist gut, der ist gut. Mal kurz überlegen. Wir hatten ja... den Bohrer. Wo habe ich denn den hingeschmissen? Ich glaube, ich habe da unten was geändert. Ich habe da schon ein bisschen weitergebaut, da unten. Ein wenig halt. Hier habe ich ein paar blaue Lampen eingezogen als... Warum kann ich da schneller laufen? Hier, als Lichter. Hier habe ich eben eine schöne Glaswand gemacht. Und hier hinten wird der Zug dann ankommen. Der fährt ja runter, hier kommt er an. Hier kommen den Loader und Unloader hin, dass wir die ganze Zeit laden. Und hier geht es dann rauf. Ja, so ein Kontrollhäuser kommt da hinten noch rein ein bisschen. Und dann geht's ab nach drüben. Ich glaube irgendwo hier, ja genau. Nee. Okay. Zu früh gefreut. Ich dachte, ich habe die Sachen hier reingeschmissen. Dann müssen sie wohl oder übel und dann bleibt in der Chistik sein, ne? Dann gucken wir da nochmal rein und schauen mal, was der Böse hier hat gemacht. So, dann schauen wir einfach mal. Boah, ja. Ah, da wäre gewesen. Okay. Aber dann muss ja irgendwo auch der Minecart sein. Lore? Nee, wie heißt das Minecart? Nee. Wie heißt das Minecart? Das heißt nicht Minecart, das heißt anders, oder? Schauen wir mal gut. Chestcard, ach du Kacke. Ah, hier ist noch eins, seht ihr? Das habe ich gemeint, so. Eins, wir werden aber mehr brauchen. Das heißt, wir brauchen dennoch ein... Card. Oder am besten mehrere. Wir machen jetzt einen schönen großen Zug. Das heißt, eins brauchen wir, wo wir drin sitzen. So, machen wir mal hier. Hier kommt ganz vorne fährt die Lokomotive. Das wird ja klar sein.
dann würde ich sagen, kommt mal unser Kart, wo wir mitfahren, damit wir von Kart hinten die Lokomotive steuern können. Nach uns will ich Chest-Cards haben, 2 Stück. So, kommt ein Chest-Card, machen wir einfach mal so, so. 2 Stück will ich hier haben. Bird Anchor, und dann können wir noch eins machen, aber ich glaube, so viel werden wir nicht brauchen. Nee, das reicht. Dann können wir die Kiste wegtun. Du bist auch fertig. Dich da rein, so. Einmal, zweimal. Achso, jetzt haben wir erst 3. Okay, egal. Ich dachte, ich habe 2 genommen. So kommt der Zug aufgebaut. Also Lokomotive, dann unser Minecart. Und sollte mal jemand mitfahren wollen, können wir hinten auch noch Minecart dazu hängen. So, dann brauchen wir den, brauchen wir. Und ich weiß jetzt wirklich nicht, die Steam-Lokomotive braucht Wasser und ich glaube, Kohle. Jetzt bin ich mir nicht sicher, Charcoal oder geht da auch andere Kohle? Ich meine diese Kohle, der Coal Coke oder geht da auch Charcoal, so wollte ich sagen. Und wir brauchen Wasserzellen. Davon haben wir natürlich, ja, so viel wie der Furz in der Hose ist, wer hat das, ne? Hier haben wir noch müsste ja mit denen auch gehen, oder? Haben wir eigentlich nirgends so eine Wasserladestation? Ja doch, den Wasserta... Ah, ich weiß, wie wir das... Ja, doch, haben wir. Und zwar, wir brauchen hier einfach nur Redskick machen. Dafür war ja das geplant, so. Brauchen wir nicht immer irgendwo anders hingehen, so. Na, da kommen wir den Nachfüll nicht drauf, ne? Flammen im Wasser. Ja, ihr seht, es wird schon leer, ne? Der Aquarius Akkumulator hat schon was zu tun. Ja, er schafft er locker. Gut. Dann gehen wir mal Bennen ab in die Kiste. Und hoffen das Beste. Jetzt kommt die Frage. Die Fragen der Fragen. Okay. So, Zug haben wir geklärt. Das haben wir geklärt. Was wir noch nicht geklärt haben ist, wie machen wir das mit dem Zug? Der muss ja auch wieder zurück. Das heißt, wir brauchen hier ein paar Schienen. Und zwar brauchen wir Switch Track. 2 Stück. Wir brauchen, hier gibt es solche Training Board Tracks, die habe ich mal gemacht. Als Versuchszweck, aber ich weiß nicht, ob die funktionieren. Dann nehmen wir auch die normalen mit. Was wir brauchen, sind Advanced Item. Item. Spotloader brauchen wir, ich glaube, nicht. Das hat keinen Sinn, weil wir haben hier unseren Word Anchor. Oder Anchoa, oder wie der heißt. Speed Booster brauchen wir auch nicht. Switch Lever Motor. Der Motor weiß ich jetzt nicht, ob wir den brauchen. Davon können wir, dann nehmen wir davon auch noch 2 mit. Sag mal hier, Detektor Tank. Den Detektor brauchen wir nicht. Wir haben ja hier hinten jede Menge Detektor noch stehen und so weiter. Das können wir ja alles abbauen, wenn wir es brauchen. Aber vielleicht binden wir ja diesen Bahnhof mit ein, das ganze System. Mal gucken. Wir müssen auf alle Fälle jetzt mal wieder dorthin, wo wir die Strecke gebaut haben. Das war... Ich wäre ja dafür, dass wir hier einen Übergang machen, ne? Hier müssten wir ja irgendwo, theoretisch... Das werde ich jetzt mal testen. Einfach mal planlos hier reinbuddeln. Wir müssten ja hier, irgendwo, direkt in die Strecke reinkommen. Die Frage ist nur, wie hoch war das? Können wir uns hier einen Zugang machen? Das müsste Ferus sein, oder? Ja. Das braucht man immer wieder. So. Das ist echt die Frage, wie hoch war das, ne? Mal kurz überlegen, das war hier. Schwer. Kann ich echt nicht sagen. Okay, hier das lag. Auf alle Fälle hier sind wir schon wieder zu weit. Das muss hier irgendwo gewesen sein.
Ja, aber es ist immer so eine Sache, ne? Ich kann ja überall gewesen sein. Wir kommen eigentlich am. Hier geht's runter. Haben wir hier irgendwo Platz? Ne, haben wir nicht. Dann nimmt man Laptop runter. Ja, die braucht kein Mensch. Nee, da finden wir es hier nichts. Es ist alles weiter oben. Irgendwo Ebene 60 oder so, glaube ich. War da Eisen? Ja. Das Eisen nehmen wir natürlich mit, so. Wobei, wir haben eigentlich kennen wir Eisen, wir haben auch die Eisenbiene, aber man weiß ja nie, ne? Können wir später umso mehr bauen, je mehr Eisen wir haben. Okay, hier ist ein bisschen mehr Eisen, als wir gedacht. So. Rest lassen wir liegen. Das nehmen wir noch mit. Eisen kann nicht schaden. Okay, dann müssen wir den Bau hier verzögern. Weil das war ja. Das ging ja hier irgendwo. Nee. Wo ging denn der Durchgang? Jetzt bin ich jetzt blöd, aber weiter hinten, ne? Wenn wir gleich mal reingehen, dann werden wir es eh gleich sehen. So. Musik passt ja auch. Also eigentlich mittig, aber auf Ebene 56, ne? Ihr seht es. Ganz eine andere Höhe, das. Da muss man mal ein wenig Inventar leeren. Das brauche ich nicht, das nicht. Ach, die Kohle hätte ich gebraucht. Die brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Jo, den Rest brauchen wir eigentlich. Oder denke ich halt, dass wir ihn brauchen. So, jetzt werden wir hier mal professorisch einfach mal ein bisschen Platz machen. So, aktivieren. Dreimal. Sollte eigentlich reichen, oder machen wir noch ein viertes Mal? So, vier. Ah, das war falsch, aber egal. Na, wie hast du hier mich verarschen, was? Das dient jetzt rein aus. Ja. Testzwecken. Hier haben wir ein Main of Diamond. Das heißt daraus, wenn man 9 davon hat und die Crafting Table legt, kann man einen Diamant machen. Wir werden jetzt. Hier mal. Schiene legen, dass hier der Zug theoretisch wendet, dass wir testen können, ob der auch wirklich fährt. Ist ja noch so eine Sache, ne? Man kann ja vertrauen, aber Kontrolle ist besser. Dann kommt hier eine Schiene rein, so eine Weiche, so eine. Und zwar die kommt so. Und jetzt. Das heißt, der Zug fährt hier rein, einmal im Kreis, fährt zurück. Wo ist mir eigentlich relativ egal, wie der jetzt fährt. Darum kümmern wir uns später mit diesem Switch-Layer. Dann können wir den eigentlich hier mal reinhauen. Davon werde ich nur eine brauchen. Die Tür, ja doch, die nehmen wir mal mit, da können wir gleich testen. Die Detektor, das wird so eine Sache werden, die machen wir später. Ja, die legen wir mal in den Rucksack, Rohstoffe. Hier ist eh noch nichts drin. Dann tun wir hier mal die ganzen Ways rein. Die Loader, die Cards, lass mal raus mal. Aber die Track kommen auf alle Fälle rein. Du kommst dann in den anderen Rucksack und zwar in den da. Das hier und dann. Oh, das andere hier. Gut, also der kann hier auf alle Fälle mal umdrehen und fährt zurück. Wo er zuerst fährt. Ich glaube, wenn das so ist, fährt er zuerst hier entlang. Wenn er hier ist, drückt er hier die Sperre auf, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht. Wir werden es einfach testen, oder? Sagen wir mal so. Zack, fahr mal, komm. Genau, der fährt geradeaus. Kommt da von dieser Seite, müsste er nach links fahren. Ja, ihr seht es, er drückt einfach die Sperre auf und nach links. Wie gesagt, momentan ist es mir relativ egal, ob er das aufdrückt oder nicht. Vorerst mal muss er einfach fahren. Und wir gehen jetzt mal andere Richtung rüber. Schauen wir mal, ob die Strecke komplett ist. Nicht, dass wir hier irgendwo einen Fehler haben. Nö, da haben wir nirgends. Hier wollte ich eigentlich so einen schönen Tunnel rundherum bauen. Ja, hat mir in Wasser gefallen. Das werden wir noch machen, aber später mal.
Denn ich will hier nicht einfach so einen, ja, Weg mitten über Wasser haben, sondern schon einen Tunnel haben. Schön beleuchtet und so weiter. Das machen wir später mal. Dafür werden wir Red Bar nutzen. Da werden wir einfach so einen Frame aufstellen, der dann einfach entlang fährt bis zum Schluss und uns den kompletten Tunnel baut. Haben wir so eine schöne Frame-Maschine. So, hier passt alles. Hier ist ausgeleuchtet, damit hier nichts spawnt. Schienen sind überall, scheint so. Den Tunnel müssen wir dann auch noch schön auskleiden. Aber vorerst mal ist wirklich wichtig, dass der Zug mal fährt. So, jetzt brauchen wir den Rucksack. Das ist der falsche, den roten wollte ich haben. Und zwar brauchen wir mal den Loader. Ein Loader kommt hier rein. Einer hier und einer hier. Damit wir die Zentrifugen entleeren. Denn diese Honigtropfen und so weiter wollen wir nach Hause liefern. Denn er soll die Honigtropfen und so weiter zu Hause fertig, ja, produzieren. Hier wird nur produziert zum Teil und dann Teil wird zu Hause gemacht, beziehungsweise will ich das später mal auf einen ganz anderen Ort verlegen. Da habe ich noch was gesehen, zwar haben wir ja auf dem Weg nach Hause haben wir eine Insel. Auf den langen geraden Weg haben wir eine Insel, dass wir das vielleicht auf die Insel verlegen. Dass wir sozusagen auf der Insel das Ganze verarbeiten, wird zwischengelagert und erst wenn wir es brauchen, wird es nach Hause geliefert. Dann kommt hier einmal irgendwas. Wir testen es einfach mit dem Trainboarding Track. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen, aber ich denke mal, der sollte das gut funktionieren. Deswegen testen wir es ja, ob die nötig sind oder ob das mit der normalen auch geht. Das ist immer die Frage, welcher Unterschied da ist. In der Wiki steht, wenn man einen Zug hat, also ein Zug besteht ja aus mehreren Waggonen, sozusagen. Dann sollte man die nützen. Hat man keinen Zug, dann braucht man die nicht. So, hier brauchen wir natürlich wieder einen von diesen Switch-Pipes da, die. Und die bauen wir gleich ein. Das heißt, der fährt wieder standardmäßig geradeaus. Und beim Zurückfahren drückt er das einfach wieder auf die Seite und fährt hier entlang. Dann werden wir das Ganze mal hier gucken. Und dann ist eingeladen. Der Wait, jetzt weiß ich gerade nicht. Muss Wait eingeschaltet sein oder nicht? Warten bis voll, glaube ich, oder? Werden wir sehen. Werden wir sehen. Auf alle Fälle testen wir das jetzt mal. Die Lokomotive müssen wir, ich glaube, gleich nur draufstellen. So, und wenn wir die anschubsen. Oder auch nicht. Kann man die so drehen? Ah, genau, mit denen kann man sie drehen. Sieht eigentlich witzig aus. Hier drauf. Oh, so, Running, Idle, Shutdown, Idly. Da ist auf alle Fälle Geschwindigkeit, das weiß ich. Idly weiß ich jetzt nicht. Shutdown ist runterfahren, Running ist fahren. Und Idly ist, glaube ich, Pause, oder? Jetzt tun wir mal rein. Kohle. Gut, das hat man gefahren. Und hier Flüssigkeit. Was? Da kann ich nur 4 rein tun? Willst du mich jetzt verarschen oder was? Okay. 20 Grad. Running. Sitzt sie sich auf und hier hinten kommen jetzt die Cards dazu. Einmal das. Das verlinken wir wieder. Zack, zack. Und dreimal die hier. Und zwar die verlinken wir wieder. So. So. Und so. Genau, jetzt sind alle verlinkt. Und sie fährt, weil sie Steam produziert. So, wir lassen das mal langsam fahren, weil ich jetzt testen mag, ob der das hier richtig wirklich... Okay, der macht sogar ein Geräusch. Ladet. Beziehungsweise, okay, der bleibt nicht stehen. Weil wir ihn hier auch sagen müssen, was laden sollst, oder wie geht das jetzt? Jetzt werden wir den einfach mal hier in den Kreis schicken. Und stellen die hier auf Wait. Vielleicht brauchen müssen wir hier auf Wait klicken. Ich weiß es echt nicht. Testen wir das jetzt einfach mal. So, jetzt wartet der da, was natürlich so ein Schwachmatiker ist. Oder wir müssen hier sagen, was er reinladen soll. Na, testen wir mal so. Ja, ja.
Oder fragen wir was anders. Mach weiter. Du hier auch. Das Wait raus. Denn wir schauen mal hier in die Kisten und wir sehen, er hat es geladen. Also, das geht ziemlich schnell, deswegen braucht man hier nicht warten. Schaut aber witzig aus, wenn es ein Zug fährt. Was wir vergessen haben, was ihr mich nicht erinnert habt, ist, wenn wir hier draufklicken. Genau, bleibt da stehen. Den Word Anchor müssen wir doch hier mit reinpacken. So, Link waited. Wir setzen uns hier mal rein. Nein, dürfen wir uns nicht. Raus hier. Fahr mal weiter. Wir müssen zuerst mal hier die Weiche umstellen. So. Jetzt setzen wir uns rein. Jetzt können wir die schön bedienen von hinten. Und sagen mal, gib mal Gas hier. Und running. Und gib mal Gas. Und ihr seht, ja, die geht ziemlich ab hier. Jetzt können wir schön mitfahren. Und hier hinten sehen wir, also wir haben schon einiges geladen. Kommen wir zu hinten auch dazu. Ne, nur zu der. Und wir könnten hier schön steuern. Nachfüllen, die brauchen wir nicht. Also die braucht Wasser und natürlich Charcoal in unserem Fall. Die produziert die Hitze. Was natürlich egal ist, wir werden uns hier einfach dann irgendwo eine Ladestation bauen. Wo wir da einfach die Charcoal uns aufladen, vielleicht zu Hause. Oh, jetzt geht's nach oben. Und ans Meer. Wie gesagt, da vorne, weiter kommt eine Insel. Hier kommt unser Öl. Und ob wir das Ganze nicht direkt an, ja, unser Öl da, hier, Öl, Öl ist da hinten, was riechen. Hier kommt eine Insel. Ja, genau. Weckt die Leute auf. Ob wir hier nicht connecten und hier ein kleines Häuschen hinbauen und hier das Ganze verarbeiten. Auf alle Fälle, hier möchte ich irgendwas machen. Oder wir bauen hier unseren Atomreaktor hin und holen die Strome ab. Irgendwas möchte ich hier machen, weil das bietet sich so schön an, weil es hier nebenan ist. Einfach eine Strecke umleiten. Vielleicht habt ihr Ideen, was wir auf dieser Insel bauen. Auf alle Fälle muss hier was gebaut werden. Was ist mir egal, es muss was gebaut werden. Weil das bietet sich echt gut an. Vor allem überall Wasser. So, es geht wieder nach Hause. Schauen hier. Also, wir brauchen im Durchschnitt, sagen wir eine, sagen wir zwei, drei Zellen wahrscheinlich für eine ganze Fahrt. Und Kohle brauchen wir jede Menge. Schade, dass wir hier nicht wirklich vorsehen. Ne? So links, rechts ein bisschen vorbeischauen bei den Dampf. Nee, geht nicht. So, wir fahren hier rein. Also gehen wir auch schön langsam, ein bisschen langsamer. Zack, fahren hier rein. Und bleiben hier mal stehen. Also ihr seht, wir sind angekommen. Wir haben hier jede Menge geladen, wie ihr seht. Das heißt, er teilt das anscheinend auf alle drei auf. Oder war das reines Glück? Gute Frage, wer weiß es noch. So, wenn der hier steht, braucht er eigentlich dann Wasser? Ja, braucht er. Er braucht auch das. Die andere Frage ist, wie kann man das Lernverfahren umschalten? Ich möchte, dass er zum Beispiel hier dann irgendwann mal, wenn ich sage, die Lokomotive soll nicht mehr fahren, dann sage ich, leite es auf ein extra Gleis und dort wird es umgeschaltet. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Oh, auf alle Fälle vier Water Cans ist mir eigentlich persönlich echt zu wenig, was man hier reinladen kann. Das heißt, wir müssen irgendwo mit Wasser befüllen. Das heißt, kannst du auch rückwärts fahren? Nee, aber ich kann die rückwärts schieben, dass ich schon mal anfangen. Was ist, wenn ich hier? Ey, du sollst da hinten bleiben. Ein Unloader. Nee, ich brauche einen Loader. Ich wollte einen Loader haben. Haben wir nicht. Oder haben wir unten noch einen? Loader, Loader. Mal schauen, wir sind hier auf Ebene 56 und circa hier oben bei der Minimap. Ja, hier bei dem Baum circa, okay. Dann gehen wir runter und versuchen uns mal hoch zu buddeln. Da haben wir unser Haus ja auch verbunden, da brauchen wir nicht immer wirklich durch die Tür durch und so. Denn wir brauchen jetzt einen Loader. Ich glaube, wir haben keinen mehr.
Außer wir klauen uns einen. Wir brauchen einen Advanced Loader, haben wir nicht. Chesscard hätten wir noch, das bringt zwar nicht viel. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was haben wir eigentlich? Auf einfach nur Track, mehr habe ich hier nicht eingestellt und der ladet das, okay. Loader, haben wir eh nur hier eigentlich Item Loader, oder? Ne, das ist ein Unloader. Hier ist der Loader. Stackweise sagen wir hier. Ne, das ist mir egal. Auf alle Fälle, du kommst mal mit. Okay, du bist mir auch egal. Ich brauche den Loader und ich brauche eine Kiste. Kiste habe ich jetzt keine. Mal hier eine vielleicht drin. Kann ich den zerbauen vielleicht? Ah, genau. Ha, so geht das. So hat man eine Kiste. Und ich habe wieder vergessen, auf welcher Höhe wir waren. 64 kann das sein. Und zwar circa hier. Hier müssten wir hoch. Auf 64 irgendwo. Ha, und hier da. Wir haben genau getroffen. Das heißt, wir werden uns hier einen Abgang bauen. Drei breit. Vorerst mal schnell einen Abgang, damit wir schnell rüberkommen. Und das werde ich dann offline wieder schön machen, den Abgang. Ah, hier wären wir rausgekommen, seht ihr? Also wir waren nicht weit daneben, aber dennoch ziemlich weit daneben. Hier können wir einfach so machen, da kann hier nichts spawnen. Und der Abgang passt so auch. So. So, eine andere Musik geht mir jetzt gerade auf den Senkel hier. Zack. Gut, dann haben wir hier einen Professorenabgang gebaut. Die haben wir ja gerade früh gehabt, oder? Die Musik. Na egal. So. Schade nicht, die gefällt mir. Was haben wir hier für ein Level? 9. Okay, hier kann noch immer nichts spawnen. Ja, wir kommen auf 8 runter. Okay, egal. Was wollte ich jetzt eigentlich? Also, sorry, musste niesen. Ich wollte hier Item Loader, genau. So, die Kiste daneben. Die hier mal wegschubsen. Boarding Track hier hinbauen. Weg damit dir. Ab, geh mal zurück. Ich kann hier so eine Lokomotive ohne etwas schieben. Das ist kein Problem. Ich habe die Bauer, ne? Ich bin Popeye. Und jetzt werden wir hier sagen, wir wollen immer 4 Stück. 4 Stück davon drin haben. Also hier drin haben. Ah, das geht ja gar nicht. Weil. Er ladet das in jeden rein. Aber wir testen das einfach mal. Ich möchte nur testen, ob das möglich wäre. Weil hier kann man ja nicht sagen, dass es wirklich... Kann man hier oben... Weiß das jemand? Hier oben gibt es Filter, ne? Wie kann ich sagen, dass er das nur in die Lokomotive packt? Muss ich hier eine Lokomotive reinpacken? Kann das sein? Muss ich hier eine Lokomotive reinpacken? Kann ich hier ein Kart reinpacken? Ja. Ich werde jetzt mal... Echt mal cheaten. Ich würde das nur mal testen. Hallo? Wie hat der geheißen? Lokomotive, ne? Ob ich hier eine Lokomotive reinpacken muss? Keine Ahnung. Steam, glaube ich. Irgendwas mit Steam hat die geheißen. Da ist sie. Steam-Lokomotive. Ich will das jetzt nur mal testen. Die werden wir dann gleich wieder rausnehmen. Okay, die geht da rein. Und was wir noch brauchen, ist Kohle. Das heißt, wir müssen Kohle bestellen. Und zwar Charcoal. Bestellen wir mal, keine Ahnung, 4 Stacks. Ist mir egal. Du kommst hier raus. Die kommt hier rein. Und wir sagen, hier soll immer ein Stack drin sein, ne? Heißt, so. Und wenn du jetzt hier vorbeifährst mit, sagen wir mal, Vollgas. Gib mal Gas. Müsstest du aufgeladen werden. Und wieder stoppt hier. So. Müsste er hier geladen haben. Gut, das passt. Und hier dürfte aber nichts drin sein.
Okay, das scheint zu funktionieren. Das funktioniert. Das heißt, wir müssen noch eine weitere Lokomotive bauen. Wie gesagt, die habe ich nur mal als Testzwecke gecheatet. Nur keine Sorge. Weil ich jetzt nicht extra Welt wechseln will. So, das heißt, ich baue noch eine Lokomotive. Können wir hier laufen lassen? Steigt ja kein. Ist mir doch egal. Das heißt, sie halt verbrauchen ihren blöden Strom und so weiter oder was halt immer. So, hier raus. Das heißt für uns eine Lokomotive. Ja, Lokomotive. Lokomotive. Das war. Ich hab's noch im Kopf. Schaut sie mal. Ja. Die Kiste mal durchschauen, keine passt, oder wie sagt man so schön? Wir brauchen zwei, glaube ich, pro Dings. Machen wir gleich mal. Genau. Und davon brauchen wir vier. So, das ist die High Pressure, oder? Genau. Dann brauchen wir davon vier. Ich weiß nicht mehr. Bricks, die da. Okay, machen wir so. Ich baue das offline. Und in der nächsten Folge machen wir weiter. Ich denke, die wird eh schon etwas länger werden. Also, wir sehen uns wieder, Leute. Und ciao. Und ja, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Und bis dann.